Ja, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu dieser Tarotlegung. Angesichts der Corona-Krise habe ich mir gedacht, lege ich uns mal schnell eine Wochenprognose. Ja. Vom Montag, dem 16. März, bis zu Freitag, dem 21. März, also die kommenden 5 Tage. Ich habe uns sowohl immer die Tageskarte oben als auch die Herausforderungskarte unten gelegt und möchte in diesem Video einfach kurz für euch analysieren, was denn das alles wieder einmal zu bedeuten haben mag. Werfen wir uns am besten gleich einen Blick in einfach ja die erste Karte. Die erste Karte ist die Karte für Montag, den 16. März 2020. Und diese Karte ist tatsächlich die 7 der Stäbe. Wir haben es hier zu tun mit einer Person, ja, die mit den Herausforderungen des Lebens konfrontiert ist. Die Person hat mehrere Probleme, die sozusagen ja, wie mit Stäben sozusagen auf sie einschlagen wollen, aber sie hat die Möglichkeit, mit ihrer eigenen Waffe eben tatsächlich dagegen zu halten. Die Herausforderungskarte für diesen Tag ist tatsächlich die 8 der Münzen. Hier sehen wir einen Handwerker, der eigentlich 8 sogenannte Pentakel, also 8 Schutzsymbole, ja, tatsächlich baut. Dieses Blatt der Münzen wird oft falsch übersetzt im Deutschen. Wir haben es eigentlich mit dem englischen Wort Pentacles zu tun. Ja. Und das ist heute den Leuten nicht mehr bewusst, was ein Pentakel eigentlich ist. Viele haben daher, weil es hier solche münzähnlichen Objekte sind, gedacht, dass es eben Münzen sind. Das englische Wort für Münze wäre allerdings Coins. Und hier ist, muss man dazu sagen, ein Pentakel ist eben ein mit einem fünfzackigen Stern ausgezeichnetes Schutzsymbol, das dem eben im Mittelalter ein magischer, ein spiritueller Aspekt zugesprochen worden ist. Das bedeutet also, hier geht es um jemanden, der praktisch, man könnte fast sagen, zu Hause sitzt, ja, an einerseits den Geschäftigkeiten des Tages, also tatsächlich seiner Arbeit nachgeht, aber andererseits auch jemand, der also versucht, sich bestmöglich zu schützen. Acht ist deshalb auch interessant, weil sie uns in der lateinischen Zahlenkombination 5 und 3 gegenübertritt. 5 ist die Zahl des Menschen, du siehst schon, Pentakel, fünfzackiger Stern, Zahl des Menschen, das hängt alles irgendwie zusammen. Und 3 ist eine schöpferische Zahl. Es geht also um ein Geschöpf, das der Mensch tatsächlich für sich zu Hause oder für sich auch in der Arbeit, ja, einfach schaffen möchte, das momentan aber noch den Modus des Werdens sozusagen hat. Also der Mann hier, der am Bild zu sehen ist, geht vollkommen in seiner Arbeit auf. 7 Sterne hat er schon vollendet, 7 Schutzsymbole, 7 Pentakel, am 8. arbeitet er gerade. Wir haben es also mit einem eher geschäftigen Tag zu tun. Einem Tag, an dem es darum geht, dass wir die Arbeit nicht liegen lassen, sondern sie zügig weiterbringen und indem wir uns den Herausforderungen und Problemen des Alltags stellen. Welche Tage am mannigfaltig sind, ja, ist auch so ein bisschen eine ungewohnte Situation, aber der 7 der Stäbe kämpft immer noch mit dem Stab und nicht mit dem Schwert. Das heißt also, wir haben es vielleicht mit einer Art Übungskampf zu tun. Ja. Das ist, glaube ich, momentan für die aktuelle Situation bei uns in Österreich zumindest relativ aussagekräftig. Am Wochenende hat ja die österreichische Bundesregierung ein neues Gesetz erlassen, um dieser Corona-Krise zu trotzen. Es herrscht jetzt bei uns im ganzen Land de facto eine Ausgangseinschränkung. Ja. Man darf eigentlich nur noch aus 3 Gründen die Wohnung verlassen. Das erste ist natürlich, um zur Arbeit zu kommen. Passt es auch zu diesem Themengebiet gut dazu. Das zweite ist natürlich, um Lebensmittel oder dringende Besorgungen in Apotheken etc. zu erledigen. Das dritte ist, um jemanden zu Hilfe zu kommen, der Hilfe braucht und sich alleine nicht helfen kann. Das sind so diese 3 großen Gründe, aus denen man guten Gewissens derzeit das Haus verlassen darf. Alle anderen sollten tatsächlich zu Hause bleiben. Und dieses Kartenblatt für den heutigen Tag, sowohl die Tageskarte als auch die Herausforderungskarte, zeigen uns eben, dass wir diese Empfehlungen, auch die Warnungen der Regierung ernst nehmen sollten. Es dient einfach nur zu unserem Besten auch, ja, tatsächlich uns gegenwärtig auf unseren Schutz zu fokussieren, auf unser Gewerbe auch zu fokussieren, ist auch ein genauso wesentlicher Punkt, aber auch natürlich sozusagen dieses Kampfmäßige aus dieser Situation für uns mitzunehmen. Und das bedeutet, angesichts dieser Karte eben jetzt keinen Kampf auf, weiß ich nicht, Leben oder Tod, darum geht es noch nicht, ja, sondern es geht einmal eher mehr um den Krampf mit großen Problemen. Also es geht am heutigen Tag darum, dass jeder bestmöglich auf seinen Schutz achten sollte, seiner Tätigkeit nachgehen sollte, um tatsächlich diesen Zeitenergiequalitäten tatsächlich bestmöglich gegenüberzutreten. Ja. Es hat aber noch den Charakter einer Vorbereitung, es hat noch den Charakter einer Übung.
Die Regierung meint es auf jeden Fall gut mit uns und wir sollten ihren Empfehlungen folgen. Dann am nächsten Tag haben wir, einen Ratsherrn. Es handelt sich hier um die 6 der Münzen, ja. Und das ist deshalb auch interessant, weil wir hier eine interessante Zahlenkodierung bereits vor uns haben. Wir haben hier 7, wir haben hier 8, das heißt, das geht auch sozusagen in die richtige Richtung. Und dann haben wir aber die Zahl 6. Und auf dieser Zahl 6 ist es nun interessant, 6 ist die Zahl des Geschöpfes, ja. Eine Schöpfung, die sozusagen vollendet ist, aber die noch nicht am 7. Tage eben zur Harmonie sozusagen zurückgefunden hat, ja. Und wir haben es zu tun mit einer Karte, auf der ein Ratsherr zu sehen ist, ja. Also bei dieser 6 der Münzen, ja. Wir haben wieder 6-mal dieses Schutzsymbol, das eben als Münzen auch wieder übersetzt worden ist. Und der gibt nun sozusagen den Notleidenden, ja, also tatsächlich hier milde Gaben. An und für sich steht diese Karte dafür, dass wir gerade auch im finanziellen Bereich gegenwärtig eher mehr offenherzig, großzügig mit unseren Menschen, mit Menschen umgehen sollten, aber wir sollten auch die Mäßigkeit bewahren. Das heißt, dass wir sich nicht in einen Kaufrausch vielleicht stürzen, ist in diesem Tag, also am Dienstag, dem 17.03. momentan also sicher die schlechteste Empfehlung, die man jemandem geben könnte. Es gilt gut auf die eigenen Reserven zu achten, aber eben auch mit Gnade, Barmherzigkeit den Mitmenschen gegenüber zu treten. Die Regierenden stehen an diesem Tag vor einer besonderen Herausforderung, ja, und sie sind dazu aufgerufen, tatsächlich die Ratsherrenpflicht, den also der Ratsherr erfüllen muss, tatsächlich bestmöglich nachzuweisen. Wir haben im Hinterblick nachzukommen, wir haben eben im Hintergrund hier eine Art zur Burg, beinahe schon ausgestaltete Stadt zu sehen, die uns natürlich auch ins Bewusstsein kommt. Es gilt also hier für die Politik darum, weiterhin sehr stark und mit oberster Priorität für den Schutz der Bevölkerung zu achten. Es gilt für die Bevölkerung darum, einfach auch den Anweisungen der Regierung klar Folge zu leisten. Und es geht auch wiederum darum, dass bereits am vorangegangenen Tag sozusagen zur Challenge erhobene gute Werke, das man begonnen hat, hier auch sozusagen zu einem Ende zu führen. Aber die Vollendung dieses Werkes zur Karte Nummer 7, wo man auch die Früchte der eigenen Arbeit genießen darf, die steht eben derzeit noch aus. Und die Herausforderungskarte, die sich uns zeigt, ist tatsächlich das Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe ist eine sehr interessante Karte. Also wir haben 2 Münzkarten, 2 Stabkarten, die eigentlich in einem X-förmigen Muster uns gegenüber getreten sind. X-förmig ist deshalb interessant, weil das X, ja, mehr oder weniger im Runenalphabet die Geberrune symbolisiert. Das meint also den Ausklang, den Zusammenspiel zwischen aktiv und passiv, sind ja auch hier auf diesen Karten wiedergegeben. Es geht aber auch um die Harmonisierung eben von oben und unten, das heißt also von spirituellen und materiellen Naturgesetzen und Gesetzmäßigkeiten. Ass der Stäbe heißt auch, dass eine Chance in der Luft liegt, die allerdings ergriffen werden will. Man sollte allerdings darauf Acht geben, nicht vom Schicksal sozusagen eine drüber geknüppelt zu bekommen. Stabkarten sind generell stark mit dem Feuerelement assoziiert, ja. Bei dieser Karte ist es jetzt auch ein wenig anders, eigentlich schon bei der 7er Karte, die ist noch wieder stärker noch mit dem Luftelement verbunden, also Luft, Feuer, das sind sozusagen die leichten Elemente, die dynamischen Elemente, die uns also in der Elementenlehre gegenübertreten. Und hier aber haben wir es natürlich mit dem Ass der Stäbe, wo tatsächlich diese Hand sozusagen aus der Wolke herauskommt, die Hand des Schicksals, ja, das ist die Hand einer höheren Macht, ja, die aber auch Schutzwirkung symbolisieren kann, ja. Die ist natürlich stärker mit dem Feuerelement verbunden. Das spricht eigentlich auch stark dafür, dass die Symbolwirkung dieser Karten darauf abzielt, dass wir viel Himmel sehen, viel Luft sehen, im Endeffekt, ja, gerade auch hier durch das Blau des Himmels, ja, Verbindung von Luft- und Wasserelement, aber auch sozusagen dieser Zorn, also dieser Energie, die da ist, eine streitbare Energie, die da ist, Feuerelement, also implizit auf der Karte enthalten und auch hier allerdings vielleicht auch eher mehr als Warnung zu verstehen. Das heißt also, gerade am Dienstag würde ich euch auch empfehlen, wiederum besonders gut auch auf euren sowohl energetischen als auch physischen Schutz zu achten. Setzt euch keinen unnötigen Risiken aus. Wenn es momentan besser ist, zu Hause zu bleiben, dann tut das bitte auch. Das sind die Empfehlungen, die ich euch also für diese beiden Tage schon einmal geben kann. Schauen wir uns den Mittwoch an. Oh, am Mittwoch wird es stürmisch, denn uns begegnet der Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist nun kein Ritter, der frohen Mutes sozusagen in die Schlacht reitet, wie man aufgrund des Kartenbildes irrigerweise vermuten könnte, sondern er ist ein Ritter, dem die Stürme des Lebens sozusagen, ja, entgegenschleudern. Also am Mittwoch, da wird es vielleicht kritischer werden, da müssen wir gut wiederum auf uns selbst achten. Ja, es gilt eine Herausforderung zu meistern, es geht darum, dass es irgendeine Entwicklung höchstwahrscheinlich eintreten wird, ja,
die sich nicht ganz so positiv zunächst auszugestalten scheint. Das Element, das auf dieser Karte stark vertreten ist, ist das Luftelement, ja, in Gestalt einer aktiven sozusagen Luft, einer Gegenkraft, die eigentlich den bisher eingeschlagenen guten Weg, den Ritter zu sein, ist natürlich eine super Geschichte, ja, so ein bisschen zu widersprechen scheint. Ja. Davon allerdings nicht beeindrucken lassen. Jetzt schauen wir uns mal die Herausforderungskarte des Mittwochs an. Mittwoch, der 18. März ist es, glaube ich. Mittwoch, der 18. März 2020. Hier besteht die Herausforderung darin, tatsächlich jetzt die Stärke, die innere Stärke zu generieren. Ja, die Karte, die wir sehen, ist die 8 der großen Arkana. Ja, es gibt ja im Tarot die kleinen und die großen Arkana. Das bisher waren alles Karten aus den kleinen Arkana. Das ist nun die erste Karte dieser Leben, die aus den großen Arkana stammt. Also es geht um die Trumpfkarten im Tarot. Wir sehen also, die Karte nennt man auch in der Auslegungstradition die Zähmung der Bestie. Es geht darum, innere Ruhe, innere Kraft, inneren Frieden vielleicht auch herzustellen, aber natürlich auch diesen inneren Schweinehund, die Bestie sozusagen, zu zähmen. Ich prognostiziere, dass uns jetzt die nächsten 2 Tage eher mehr eine Art von Ruhe begegnen wird. Es geht um den Ausgleich von Kräften. Dann allerdings am Mittwoch, ja, haben wir irgendeine Meldung zu verzeichnen. Möglicherweise hat es mit Grenzen zu tun, möglicherweise hat es aber auch einfach mit einer Unzufriedenheit der Bevölkerung zu tun. Irgendetwas in diese Richtung. Der Mittwoch wird definitiv ein herausfordernder Tag für uns werden. Es gilt allerdings ja nicht, den erstbesten Emotionen Folge zu leisten, sondern mit Ruhe und Ausgewogenheit, auch mit Hilfe von Spiritualität. Denn wir haben hier auf dieser Dame, die dargestellt ist, ja, so eine klar spirituelle Symbolik, also die Dimension der Ewigkeit, die der Dame über dem Haupte schwebt, das steht für die Verbindung zur geistigen Wirklichkeit, also zur himmlischen, zur heiligen Dimension des Lebens. Ja. Und hier versucht sie also sowohl durch Intellekt, durch Ruhe, Emotionen zu besänftigen, die innere Bestie zu zähmen, aber natürlich auch und mit dem Rückgriff auf spirituelle Techniken und Methoden. Solltest du dich mit Meditation, mit Gebet, mit Kontemplation befassen, dann bitte halte das unbedingt aufrecht. Denn das sind tatsächlich ja die Methoden, die dir gerade am Mittwoch am stärksten weiterhelfen werden. Schauen wir uns die Tageskarte für den Donnerstag an. Und die kritische Entwicklung, die am Donnerstag eingesetzt hat, geht leider am Donnerstag zunächst einmal weiter. Wir erleben tatsächlich die Karte Nummer 16, die zweite Karte aus den großen Arkana. Es ist die Karte, die den Beinamen der Turm trägt. Ja. Die Karte an sich ist natürlich dramatisch. Wir sehen einen Blitz, der in einen Turm einschlägt. Wir sehen 2 fallende, 2 stürzende Personen. Der Turm selbst steht in Flammen. Wir haben allerdings auch eine starke schicksalshafte Präsenz, die dargestellt wird, also hier durch diese, wie das hebräische Buchstabe Jod aussehende Regentropfen. Es sind keine Regentropfen, sondern es sind tatsächlich sozusagen Symbole, die eine starke Präsenz auch des Göttlichen uns zeigen. Denn der Gottesname im Hebräischen lautet ja JHWH und beginnt eben genau mit diesem Buchstaben des hebräischen Alphabets, der hier zu Regentropfen stilisiert, also dargestellt wird. Wir sehen eine stürmische Zeit. Ja. Es geht um etwas, das erschütternd wirkt für viele. Ja. Es geht um etwas, das auch kritisch wirkt für viele. Also wir haben hier eine sehr, sehr heftige Energie vor uns. Ja. Es gilt wiederum auch die 8 noch der innere Stärke eben tatsächlich zu verwirklichen. Denn der Turm ist zwar eine Karte, die dramatisch wirkt, dramatisch aussieht, aber sie hat auch gleichzeitig eine positive Botschaft, denn der Turm gibt uns die Gelegenheit, unsere Dinge sozusagen neu zu ordnen. Und die Herausforderungskarte des heutigen Tages ist tatsächlich nun die Karte Nummer 11 aus den großen Arkana. Und da haben wir nun ein interessantes Zusammenspiel vor uns, wenn wir uns wieder die Zahlensymbolik ansehen. Also wir haben hier die Karte Nummer 8 aus den großen Arkana, wir haben die Karte Nummer 16 aus den großen Arkana, 16 ist 2x8 natürlich, und dann haben wir die Karte Nummer 11, also 1-1. In der Zahlensymbolik, der Numerologie, ja, gilt es, dass sozusagen die 11 keine ganz unkritische Zahl ist. Die 11 hat einen negativen Aspekt sozusagen, ja. Man hat früher sogar gesagt, ja, die 11 sei eine böse Zahl, weil sie über die 10 Gebote hinausgeht.
Das ist natürlich Nonsens, das ist definitiv nicht so, sondern wir haben eigentlich zweimal die Einheit vor uns. Aber hier die Einheit eigentlich ohne Gnade. Das heißt also, die Einheit, die sozusagen auf sich alleine, aber sich, also allein für sich seiend, zweimal gegenübersteht. Ja, also wir haben hier eine Einheit und hier eine Einheit und da spießt sich einfach etwas. Ja. Wir haben sozusagen nicht diese Einheit, dass wir eine größere Einheit aus zwei vor uns haben. Ja. Das schon auf eine gewisse Weise, aber es ist eine Einheit, die sozusagen der eigentlich der Ausgeglichenheit dienen soll. Ja? Aber Ausgeglichenheit jetzt nicht in einem ruhigen, in einem friedlichen, in einem freundlichen Gesicht, sondern eine Einheit, die uns eben als die strenge Justitia, allerdings ohne verbundene Augen, sondern eine sehende Justitia gegenübertritt. Also an diesem Tag, ja, liegt die Herausforderung auf Seiten, aus meiner Sicht, auf Seiten der Staatsgewalt. Ja? Und hier geht es darum, dass die Staatsgewalt im Sinne der höheren Ordnung dient und eben tatsächlich also Gerechtigkeit sozusagen intern nach außen, aber auch Ruhe und Gelassenheit bewahrt. Also die Kartenbilder hier, die spielen aus, sprechen auch eine eindeutige Sprache. Es gilt wiederum, umsichtig zu agieren. Es gilt wiederum, natürlich auch mit Gnade und Mitgefühl zu agieren, die in dieser Karte ein bisschen zu kurz kommen. Und das ist nämlich auch die Herausforderung, die sich uns stellen wird. Ja. Und es gilt darum, die innere Stärke des Vortages zu bewahren und sich auch von Pressemitteilungen und etc. nicht verunsichern zu lassen. Ja. Das ist jetzt ein vernünftiger Reinigungsprozess, der geschieht, der geschehen muss. Der Donnerstag wird ein sehr, sehr interessanter Tag für uns werden. Und es ist tatsächlich der 19.3. 19.3. ist deshalb auch interessant, weil wenn du 19 plus 3 zusammenzählst, dann bekommst du den Zahlenwert 22. Und die Karte Nummer 11, ja, ist natürlich 22 durch 2. Das ist also interessanter zahlenmystische Spekulation, die da im Vordergrund steht. Und die Tageskarte für den Freitag zeigt mir, dass es am Freitag auf jeden Fall wieder weit, weit entspannter zugehen wird. Am Freitag steht tatsächlich nun The Fool, der Narr, die höchste Karte aus dem Tarot. Es ist nämlich die erste Karte der großen Arcana, auch wenn sie den Zahlenwert 0 trägt. Und hier gilt es zu bedenken, ja, dass der Narr eigentlich die Hauptfigur des gesamten Tarots ist. Das Tarot ist auch unter anderem ein mittelalterliches Initiationssystem, ja, es ist ein Einweihungsweg, ein Initiationssystem, das tatsächlich also auf Basis des uralten, antiken, eingeweihten Wissens und seiner Überlieferung in Gestalt, also der alten griechischen Philosophie, aber natürlich auch der Kabbalah, aber auch natürlich ja, der eher dann christlich geprägteren Hermetik im Mittelalter entnommen worden ist. Ja. Und in diesem Tarot, der Einweihungsweg, der Initiationsweg, der durchlaufen wird, der ist eben tatsächlich der Wechsel von Null, The Fool, zur Karte Nummer 1, dem Magier, dem Herrn der Elemente und Elementarkräfte. Es gilt also darum, vom Anfänger zum Meister zu werden. Und alles, was danach folgt, sind eben tatsächlich Elemente dieser Heldenreise in den gesamten großen Arkana bis dann zur letzten Karte der großen Arkana. Ich glaube, es ist die Karte mit dem Zahlenwert Nummer 21 und danach beginnen eben die kleinen Mysterien des Tarot, ja. Also eben die Zahlen- und Symbolkarten, ja. Also dann eben Münzen, Karten, dem Blatt der Münze, Blatt der Schwerter, Blatt der Kelche, Blatt der Stäbe. Aber schauen wir uns noch also diese Bedeutung dieser Tageskarte an. Am Freitag wird es, wie gesagt, wieder eher mehr entspannt dazugehen. Der Fool ist eine Karte, die sich durch ihre Freundlichkeit auszeichnet. Es gilt sozusagen, einen neuen Weg zu beschreiten vielleicht, ja. Es gilt aber auch, mit Leichtigkeit und einer gewissen Sorglosigkeit also ins Leben zu gehen. Das bedeutet also, wir haben am Anfang der Woche eine Energie, die uns stark zur Ruhe gemahnt, die uns dazu gemahnt, uns auf unsere beruflichen Aspekte tatsächlich auch zu konzentrieren und sogar berufliche Chancen, die sich uns bieten, einfach auch zu ergreifen. Ja. Gegen Mitte der Woche hin dürfte es vielleicht politisch, vielleicht auf dem Gebiet sozusagen ja, der Weltpolitik, der Flüchtlingsthematik, auch der Corona-Krise, ja, noch einmal zu einer gewissen Zuspitzung kommen, die sich allerdings, und das ist die positive Nachricht dieser Legung, höchstwahrscheinlich bis zum Freitag in irgendeiner Weise wiederum zunächst einmal in einer Art, ich will nicht sagen Wohlgefallen, auflösen wird, aber die Energie zeigt mir, dass es am Freitag auf jeden Fall wesentlich entspannter zugehen wird als im ganzen Rest sozusagen dieser energetischen 5-Tage-Woche. Aber die Situation wird nicht ganz entspannt sein, denn die Herausforderung des heutigen Tages besteht in der Karte 8 der Schwerter. Hier sehen wir wiederum ein dramatisches Kartenbild. Ja. Wir sehen eine Frau, die irgendwie gefesselt ist. Ja, sie sieht nun, hat nun also die Verbundenheit der Justitia sozusagen an sich, ja. Es ist wiederum eine Karte, wo es um eine Art Gerichtshandeln vielleicht gehen könnte, ja.
Auf jeden Fall weiß diese Frau nicht so richtig, wie es weitergeht. Die Tagesenergie ist also sehr angenehm, aber die Herausforderungskarte besteht darin, sich nicht von Ängsten, sich nicht von Zweifeln, sich nicht von negativen Emotionen, die man tatsächlich vielleicht auf Basis der Woche entwickelt halt bekommen hat, leiten zu lassen, sondern tatsächlich dann auch den Freitag, der wahrscheinlich ein freundlicher und sonniger Tag sein dürfte, also tatsächlich nicht die Laune verderben zu lassen. Ja. Im Endeffekt halt wird die Corona-Krise jetzt natürlich so kurzfristig nicht ganz gelöst sein. Es kann sein, dass sich eine positive Tendenz bis Freitag ergeben wird, mit eben einer vorhergehenden Zuspitzung der Lage zwischen Mittwoch und Donnerstag. Und es gilt darum, ja, dass wir nicht genau wissen werden, sozusagen, wie es wirklich weitergehen wird. Also die Acht der Schwerter zeigt uns auch eine Frau, die einfach aus sich selbst gestellt ist, die momentan auch nicht weiß, wie es weitergeht. Sie selber hat keine Entscheidungsgewalt darüber, sondern sieht sich mehr oder weniger dem Schicksal da jetzt hilflos ausgeliefert. Das ist aber die emotionale Falle, die uns sozusagen unter Anführungszeichen an diesem Tag gestellt ist. Ja. Auf diese negativen Energien sich nicht fokussieren, sondern die positiven, die freudigen, die angenehmen Energien von eben dieser Tageskarte, ja, des Narren, des Fools, einer der höchsten und mächtigsten Karten im ganzen Tarot, leiten zu lassen. Aber zwar auch kein Narr zu sein, ja, also schon auch weiterhin mit Umsicht und mit Intellekt zu agieren, aber rein auf Basis rationaler Überlegungen werden wir nicht weiterkommen. Die Schwertkarten im Tarot, die stehen auch immer sehr, sehr stark für jemanden, der versucht, seine Probleme stark rational zu lösen. Ja. Diese Energie kommt uns tatsächlich eher mehr am Mittwoch zugute, ja. Ist aber eben am Freitag so ein bisschen auch die Herausforderung. Das heißt, am Freitag bitte nicht auf zweifelnde Überlegungen, auf eine gewisse Verzweiflung, auf eine Art Isolation, Einsamkeit schauen, sondern vielmehr die positiven Aspekte, die einem selbst tatsächlich stark beschieden sein werden, also auch in den Vordergrund der eigenen Wahrnehmung zu rücken. Ich rechne also auf Basis dieses gesamten Blattes nun mit folgendem, ja. Wie gesagt, die nächsten zwei Tage haben so ein bisschen einen Spannungscharakter, kann man sagen, ja. Es kommt allerdings wirklich darauf an, dass wir uns auf unsere Geschäftigkeit, auf unsere Arbeitssituation, auf unsere Finanzen so vielleicht ein bisschen nicht verlassen, ja. Aber das zumindest einmal, dass man diese Dinge regelt, ja. Im positiven Sinne eine Arbeit nachkommt, ein Projekt vielleicht auch zu einem vorläufigen Hoch führt, ja, also dafür ist diese Woche gedacht, es ist also dieser Anwocheneinstieg gedacht. Es gilt einmal darum, ja, den Herausforderungen des Lebens zu trotzen, sie zu meistern, ja, eine Chance, die sich bieten wird, am Dienstag eben tatsächlich auch zu ergreifen. Dann wird es in der Mitte der Woche eben, wie gesagt, etwas stürmischer, ja. Und hier geht es darum, dass wir tatsächlich also uns nicht von übertriebener Emotionalität fortreißen lassen, dass wir nicht auf negative Emotionen hören, sondern dass wir die Bestie in uns zähmen und alle Dinge mit Maß und Ziel tatsächlich angehen und auch einer möglichen sozusagen kritischen Meldung, die am Donnerstag hereinkommen wird, also eben auch ausgewogen und nicht in einem übertriebenen Sinne eben zu begegnen. Bis dann am Freitag so ein bisschen eine Entspannung der Lage sich langsam aber doch abzuzeichnen beginnt, ja, würde ich einmal behaupten, wenngleich die weitere nähere Zukunft jetzt unmittelbar ungewiss ist. Leider habe ich jetzt auch keine wesentlich bessere Mitteilung für euch. Es geht hier darum, dass wir eben lernen können, ja, aus der Krise so ein bisschen das Beste zu machen. Ich sehe zumindest keine große Katastrophe, wie gesagt, mit dieser einen Einschränkung, dass es zu ein bisschen einer kritischeren Meldung wahrscheinlich am Donnerstag kommen wird, davor nicht fürchten, sondern sich mit Mäßigkeit darauf einstellen und am Freitag tritt dann eben eine vorübergehende, zunächst mal sowas wie ein bisschen ein energetischer Aufschwung wieder ein, ja. Und auch da wird es aber darum gehen, dass wir uns eben nicht von negativen Emotionen wie Furcht, Einsamkeit, Isolation und Ähnlichem beeindrucken lassen, ja, sondern dies eben versuchen, durch Fröhlichkeit, in gewisser Weise durch eine, Fröhlichkeit ist vielleicht ein zu starkes Wort, durch eine positive Grundeinstellung, also tatsächlich zu meistern. Ja. Und das ist, glaube ich, auch den besten Rat, den ich euch in dieser Woche geben kann. Handelt in dieser Woche umsichtig, mit Ausgewogenheit, achtet ein bisschen auch auf eure eigenen Emotionen, versucht das Beste aus der Situation zu machen, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, versucht zu Hause zu bleiben, ja, und euch sozusagen ein wenig abzusichern, ist das falsche Wort, ja. Ein wenig einfach mit Gelassenheit und Vorsichtigkeit an diese ganze Thematik heranzugehen, dann kann man auch den stürmischen Donnerstag auf jeden Fall gut überstehen und am Freitag, ja, kann man dann eben auch schon ein wenig aufatmen, auch wenn es noch keine vollständige Entspannung der Lage sein wird, aber so ein bisschen eine positive Tendenz
ist auf jeden Fall aus diesem Kartenbild heraus ersichtlich. Nun gut, meine Lieben, ich hoffe, diese Legung hat euch einigermaßen ein wenig weitergeholfen, ein wenig positiv inspiriert. Ich möchte mit meinen Legungen den Leuten natürlich immer gerne ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Mut machen, aber ich bemühe mich auch, die Kartenbilder, die sich mir zeigen, so neutral und objektiv wie möglich zu deuten und auszulegen. Also ich bin auch niemand, der einfach aus einem krassen Kartenbild auf einmal ein Gutes herbeifantasiert. Das ist definitiv auch nicht mein Bestreben. Ich sage einfach nur, wie die Tagesenergien tatsächlich stehen. Es kommt zunächst eine Zeit der Vorbereitung, 2 Tage lang. Dann kommt eine Zeit der ein bisschen kritischeren Energie, 2 Tage lang. Dann allerdings zum Wochenende hin geht der Energiepegel stark nach oben. Und wir halten zunächst einmal höchstwahrscheinlich auch eine entspannende Nachricht, ja, die auch der Wahrheit entspricht. Stehen aber vor der Herausforderung, uns nicht von unbewussten Ängsten eben tatsächlich beeinträchtigen zu lassen. Ganz wichtig auch, ja, ist momentan eben tatsächlich eine positive emotionale Grundhaltung, denn du weißt ja, Ängste, Zweifel, Sorgen, die schwächen auch immer gleichzeitig dein Immunsystem. Schau also, dass du dein Immunsystem durch Freude, durch Zeiten mit deinen Lieben, wenn du mit ihnen gemeinsam wohnst, ja, ausgleichen kannst, ja, wenn du zum Beispiel alleine in deiner Wohnung bist, ja, versuche dich nicht isoliert und alleine zu fühlen, entspanne vielleicht ein wenig, hau deine Netflix-Serie rein, ja, bleib die nächsten Tage, wie gesagt, eher zu Hause und bemühe dich einfach um einen ausgeglichenen emotionalen Zustand, denn damit kannst du vorerst einmal nicht viel falsch machen. Das ist es also, wozu ich dich mit dieser Tarotlegung ganz herzlich einladen möchte. Bleibt guten Mutes, liebe Leute, wenn ihr spirituelle Praktizierende seid, dann meditiert ein wenig mehr. Wenn ihr die Möglichkeit habt, energetische Anwendungen über die Ferne zu buchen, dann würde ich euch das ebenso empfehlen. Ja? Da ist dann vielleicht tatsächlich ja, so ein bisschen der Freitag oder zum Wochenende hin, Samstag, Sonntag, vielleicht ist es den Tagen, die wir noch nicht abgedeckt haben, eher mehr die optimale Zeit dafür. Von Energieanwendungen am Donnerstag ja, würde ich vielleicht eher abraten, wenn dann praktisch welche nur der Erdung oder der Entspannung dienen. Erdung ist allerdings das, was wir eben tatsächlich am Mittwoch auch sehr, sehr stark brauchen werden. Ja. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Wünsche euch natürlich alles Gute. Gemeinsam kommen wir sicher und gut auch durch diese Krisenzeit. Ja. Ich wünsche euch das Beste. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, im nächsten Video wieder oder in den heiligen Hallen der Hohen Feste deiner Mystischen Academy. Alles Liebe und schau dabei.